Hallo in die Runde zusammen. Freut mich, euch kennenzulernen oder euch hier zu treffen. Mein Name ist Maximilian Möhring und ich bin einer der Founding Member von Twire. Ja. Und wir werden den Vortrag in zwei Teile teilen. Das heißt, Timo, der hier auch im Publikum sitzt, wird sozusagen den zweiten Teil übernehmen. Und im Grundsätzlichen, was ich euch einmal erzählen will, ist, wie wir als Web3-Community des Metaverse erleben und auch mal ein bisschen mit ein paar Vorurteilen oder sozusagen Definitionen aufräumen und euch eine andere Perspektive geben von Leuten, die tatsächlich tagtäglich in diesem Space tätig sind. Genau. Perfekt. Markus, magst du noch? Ich starte einfach mal rein. Genau. Also, ich habe gerade über die gute alte Kommunikationstechnik WhatsApp erfahren, dass der Markus rausgeflogen ist. Der wird sich gleich wieder anfangen, einloggen. Insofern kannst du gern beginnen, bitte. Alles klar, mache ich super gern. Genau, also wie eingangs schon gesagt, ich bin Teil von einer Web3-Community, genauer gesagt einer Web3-Bilder-Community. Twire ist ein DAO, der am Ende sich zusammengefunden hat oder zusammengeschlossen hat aus mehreren Web3-Experten, die, ich würde mal sagen, im deutschsprachigen Raum führend sind. Es geht von Anwälten über Designer bis hin zu Developern. Und die Community in Summe, dass ihr so ein grobes Bild habt, wir haben es heute schon gehört, es ist nach wie vor ein Nischenmarkt, aber wir können, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, so dass ungefähr ein Drittel bis ein Viertel aller Projekte, die sozusagen im deutschsprachigen Raum im Bereich Web3 gemacht wurden, von dieser Community betrieben wurde oder erzeugt wurde. Das heißt, wir arbeiten nicht nur mit Web3-Native-Organisationen zusammen wie Style Protocol oder Wave, sondern auch mit den klassischen Unternehmen wie einer Sparkasse, einem Katjes oder auch anderen, die wir noch nicht nennen dürfen. Und das Spannende dabei ist, dass wir dadurch tatsächlich sehen, was denn jetzt gerade vor allem im Metaverse-Bereich schon geht, beziehungsweise vielmehr, was auch das Metaverse darstellt. Und das, wir haben es heute auch so ein bisschen gehört und gemerkt, wir sind halt immer noch sehr, sehr früh. Es ist immer noch eine sehr early stage, in der wir uns befinden, weswegen wir uns auch mit Definitionen schwer tun. Wir sprechen viel von 3D, wir sprechen viel von Meta, wobei das sozusagen nur ein Teil der Aspekte bzw. der Bereiche des Metaverse sind. Denn das Metaverse ist weitaus mehr als ein reiner virtueller Raum. Das Metaverse ist in unserer Form multidimensional. Um euch das einmal zu erklären, was wir damit meinen. Die Community Twire agiert vollständig digital. Das heißt, wir haben weder Offices, noch Klarnamen, noch Wohnorte, noch Telefonnummern oder ähnliches, sondern wir haben reine digitale Avatare. Und der Grund, warum wir einander vertrauen können, ist, weil jeder Member von uns ein Membership-NFT besitzt. Bedeutet, ich habe mit einer Vielzahl an Personen tagtäglich oder wöchentlich Kontakt, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, die mir auf der Straße neben mir vorbeilaufen können, ohne dass ich sie erkennen würde und wissen würde, dass es jene oder Person ist. Und das ist de facto genauso das Metaverse. Weil was wir hier sehen, sind digitale Avatare, das heißt eine neue Form von Identität, ein zweites Ego, ein zweites Ich, was in dem Fall kontextsensitiv, also im Rahmen von beruflichen Tätigkeiten, mit anderen Menschen und Identitäten interagiert. Die Interaktion findet aber nicht in irgendeinem virtuellen 3D-Raum statt, sondern zu, ich sag mal, 80-90% auf Discord. Das heißt, wir haben auch hier plötzlich eine Form, die genauso ein Teil des Metaverse darstellt, obwohl sie in unsere derzeitige klassische Definition überhaupt nicht passt. Der Grund, warum es aber aus unserer Sicht genauso Metaverse ist, wie beispielsweise Workrooms von Meta selbst, ist, dass dieselben Parameter, dieselben Regeln Anwendung finden wie in Workrooms. Nämlich, dass ich durch eine digitale
Identität durch einen digitalen Avatar repräsentiert werde, dass mein Arbeitsergebnis, meine Kollegen, meine Tätigkeit, meine Bezahlung vollständig digital stattfindet. Und wie wir dadurch das Metaverse wahrnehmen, ist in erster Linie viel weniger dieser virtuelle 3D-Raum, weil wir, wie wir es heute auch schon gehört haben, noch weit jenseits des Chasm Gaps, weit jenseits der User Mass Adoption sind. Um euch eine Zahl zu geben, wir reden immer noch von knapp 12 Millionen Geräten, die überhaupt Metaverse ready sind oder fähig sind, wenn wir uns auf die VR-Komponente davon beschränken. Das heißt, die Anzahl an Menschen, die überhaupt Zugang zu diesen virtuellen Welten haben, ist extrem begrenzt, und wir werden nachher uns auch noch ein paar Zahlen dazu von Timo geben lassen im Detail. Die Frage, die sich daraus aber ergibt, ist, okay, warum sprechen wir dann überhaupt vom Metaverse? Und was ist als Metaverse genau aus unserer Sicht? Und wenn man sich mal Google Trends anschaut und den Begriff Metaverse dort eingibt, sieht man relativ schnell, dass er keinerlei Bedeutung hatte bis Oktober letzten Jahres. Im Oktober letzten Jahres gab es plötzlich einen Peak, und es war genau zu dem Zeitpunkt, beziehungsweise es war, weil Facebook announced, sich nun Meta zu nennen und nun all in Meta zu gehen. Und es war relativ schnell klar, dass es kein reiner Marketing-Stunt war, weil Meta auch auf Shareholder-Ebene bekannt gab, dass signifikante Teile ihres Caches als Rücklage gebildet werden, um in Metaverse-Aktivitäten zu investieren. Und wenn man sich jetzt diese Google Trends anschaut, natürlich flachte danach dieser Begriff wieder ab, oder die Suche nach diesem Begriff ab, aber wir erreichten vom Suchvolumen ein neues Level. Das heißt, die Anzahl an Suchbegriffe ist einfach um ein Level hochgestiegen gegenüber dem Jahr zuvor. Und seitdem sprechen wir intensiv von Metaverse, ohne, und das ist wie eingangs schon gesagt, dass wir einen klaren Term, eine klare Definition davon haben. Und auch wenn Meta uns sozusagen diesen Begriff oder diesen Fokus, diese Perspektive gegeben hat, so ist Meta alles andere als der alleinige Katalysator für dieses Thema und auch der alles andere als der alleinige Heilsbringer oder derjenige, der sozusagen das Metaverse für uns kreieren wird, sondern es ist vielmehr der Impulsgeber gewesen, der dazu geführt hat, dass eine Vielzahl von anderen Companies, nicht nur aus dem Silicon Valley, sondern weltweit, auch ganz stark in China, begonnen hat, dieses Thema massiv zu pushen und massiv zu treiben. Und das Spannende dabei ist, dass wir, wie eingangs gesagt, eigentlich vor allem von der virtuellen Komponente und von allem von den technischen Komponenten sprechen. Und dabei aber die wesentlichen Faktoren, die jetzt schon da sind und existieren, fast außer Augen oder außer Acht lassen. Und tatsächlich sehr schön hat es der NVIDIA-CEO und Kunde Huang gesagt. Und zwar meinte er, the economy in the metaverse will be larger than the economy in the physical world. Und das Spannende an dem Zitat ist nicht, dass quasi Metaverse Wirtschaft größer ist als die sozusagen Realwirtschaft oder größer werden wird, sondern das Spannende ist, dass er das Metaverse ökonomisch betrachtet, als Wirtschaft, als neues gesellschaftliches Medium. Und das ist es vielmehr, was für uns das Metaverse darstellt, wie ich eingangs mit meinem Discord-Beispiel beschreiben wollte. Denn wenn wir von Metaverse sprechen, sprechen wir von bereits existierenden Technologien, die seit Jahren bestehen, die wir immer weiterentwickeln. Wenn ihr an VR oder AR denkt, wenn ihr an Low-Code denkt oder DLT, also Blockchain-Technologien, ist das nichts, was dieses letztes oder vorletztes Jahr gar aufgekommen ist, sondern was uns schon seit dem letzten Jahrzehnt begleitet. Der Punkt, warum es jetzt gerade eine Relevanz bekommt, ist, weil diese unterschiedlichen Technologien nun zusammenkommen,
und neue Standards schaffen, auf die die großen Player setzen. NFT ist nicht die krasseste Technologie, die die Menschheit jemals entwickelt hat, sondern das Spannende an NFTs ist, dass es ein neuer Standard ist, auf den mehr und mehr Mass Adoption passiert. Dass Meta NFT als Standard bei sich einführt, heißt nicht, dass sie den Hype mitgeben wollen, sondern zeigt, dass sie Interoperabilität in die dezentrale Welt herstellen wollen, weil sie Relevanz hat. Und diese Standards fangen nun an, sich mehr und mehr in unterschiedlichen Bereichen zu weiten. Und diese Standards werden von mehr und mehr Menschen wahrgenommen und dadurch fangen auch mehr und mehr Brands an, diese Standards zu verwenden. Was heißt es im Konkreten? Das heißt, die meisten Cases, die wir jetzt sehen, auch wie beispielsweise wieder vorgestern, Artifact, also die Clone X-Macher, also Indischen Nike, haben zusammen mit Remova, den Kofferhersteller, eine neue Collab gelauncht. Das ist nicht, weil Remova jetzt hergehen wird und sagt, okay, wir werden Koffer nur noch als Digital Asset verkaufen, sondern es ist ein Use Case, den sie ausprobieren, um zu sehen, wie die neuen Standards, wie die neuen Mechaniken, wie die neuen Channels, wie das neue Nutzungsverhalten in dieser neuen sozialen sozusagen Form funktioniert. Und das ist aus unserer Sicht, was das Metaverse auszeichnet. Nämlich, dass es ein Immersive Space ist, der auf neuen Standards funktioniert. Die alte Standards, beispielsweise TCP/IP, wenn wir von E-Mails sprechen, oder PNGs und JPEGs, wenn wir von Bildern sprechen, ablöst. Und deswegen ist es auch so wesentlich und deswegen bin ich auch so froh, euch hier zu sehen, dass sich Leute wie ihr mit dem Thema beschäftigt, weil in dieser jetzigen Phase haben wir einen ganz großen Vorteil. Wir können Dinge ausprobieren, ohne unsere Brand oder unsere Firmen kaputt zu machen. Denn die Mass Adoption ist noch nicht da. Das heißt, die Aufmerksamkeit ist auch noch nicht da. Das heißt, jetzt Fehler zu machen, ist noch kein Problem. Im Gegensatz dazu, wenn die Nutzerzahlen da sein werden. Und was das Metaverse sozusagen aus unserer Sicht, nach unseren Definitionen alles sein kann, wird jetzt noch kurz Timo für euch zusammenfassen. Timo. Danke, Maximilian. Könnt ihr mich denn schon hören? Ja. Ja. Wunderbar. Vielen Dank, Max. Ich will gar nicht so viel Zeit auf das Definitorische bringen, da ich glaube, dass ihr auch alle relativ tief drin steckt im Thema oder die meisten von euch. Für uns, um mal so ein paar Parameter zu nennen, es schwirren ja allerhand Definitionen da draußen rum. Für uns als Metaverse sehr viele Bestandteile. Wir haben das meiste auch schon davon gehört. Thema virtuelle Welten, 3D, wenn auch nur teilweise. Der Realtime-Aspekt, ein ganz entscheidender. Das Thema Interoperabilität und damit natürlich auch der Web3-Engel, den wir mit reinbringen. Massive Skalierbarkeit, also dass wir wirklich von einem Reach reden, der größer ist, als das Internet auch heute hat. Das Thema Persistenz, was heute in vielen Spielen ja gar nicht so vorhanden ist, sondern die Maps in der Regel nach 20, 25 Minuten wieder auf Null gesetzt werden, wenn man sich zum Beispiel Fortnite anguckt. Die große Herausforderung der Synchronität, das heißt, wie schaffen wir es eigentlich in Zukunft auf einem globalen Level bei auch physischen Grenzen, was Latenz zum Beispiel angeht und natürlich auch Herausforderungen bei der Bandbreite und der Qualität unserer Netzwerke, dass wir alle gleichzeitig in der Two-Way-Kommunikation das Metaverse erleben können und das vor allem bei einer unbegrenzten Anzahl an Menschen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass es darum am Ende auch geht und gleichzeitig jeder noch das Gefühl der individuellen Präsenz hat. Wenn wir auf die Use Cases gucken, finde ich es immer spannend. Ihr kennt wahrscheinlich die Metaverse Landscapes. Da ist ja wirklich immer allerhand drauf und da merkt man auch, wie high-level wir teilweise unterwegs sind, also von irgendwie bestehenden Tech-Konzernen, Apple, Meta und Co.,
über Social-Plattformen, die wir heute kennen, Payment-Anbieter, die wir heute kennen, unzählige virtuelle Welten, entweder in einem zentralisierten oder in einem dezentralisierten Ansatz. Und eine Schlagzeile jagt die nächste. Und ich glaube, da ist auch immer wichtig, im Sinne von Cutter-Bullshit auch mal hinter die Kulissen zu gucken. Und ihr habt es vielleicht gesehen mit Decentraland, also einem offenen Metaverse, beziehungsweise einer offenen virtuellen Welt, wo CoinDesk vor ein paar Tagen den Artikel veröffentlicht hat, dass sie 38 Daily Active User haben. Fairerweise war das ein bisschen arg clickbaity, aber fast noch mehr erschrocken hat mich dann, dass die offizielle Confirmation von Decentraland war, dass sie 8000 DAOs haben, also 8000 Daily Active User, was, glaube ich, eine Valuation, auch wenn man diese Zahl nimmt, von 150.000 US-Dollar pro Daily Active User macht. Gleichzeitig in der Web2-Welt, vielleicht auch gesehen, den Artikel auf The Verge, dass Meta seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter quasi zwingen muss, in Horizon Worlds zu gehen. Also neben Horizon Workrooms quasi die, ich sag mal, die B2C-orientierte virtuelle Welt von Meta. Und da korrekterweise natürlich auch gefragt wurde, hey, wenn wir unser eigenes Produkt nicht lieben, wie sollen wir dann erwarten, dass es die User tun? In dem Zuge war es ja auch ganz spannend zu sehen, als Mark Zuckerberg die Erweiterung von Horizon Worlds für Frankreich und Spanien angekündigt hat und ja, tagelang einen Shitstorm eingesteckt hat für das Look and Feel der Charaktere zum Beispiel. Und was dazu geführt hat, dass er ein paar Tage später gleich mit dem Update nachgeschoben hat, um das Ganze klarzustellen. Also ich glaube, da hat man auch gut gesehen, was es für eine Emotionalität mit sich bringt und wie viele Menschen auch dagegen wetten. Auf Twitter sieht man auch immer wieder Fragen wie, what if Mark Zuckerberg is just completely wrong about the metaverse and it never really becomes a thing? Ich denke, man kann auch das Gegenteil fragen und das sollte man vielleicht auch. What if Zuckerberg is just completely right about the metaverse and it really becomes a thing? Auf was will ich hinaus? Es ist, gibt viel und häufig Kritik und ich denke, es ist sehr einfach, auch die bestehenden Use Cases zu kritisieren und natürlich vor allem auch Meta mit seiner Historie. Aber es ist super hart, neue Dinge zu bauen. Und ich glaube, das merkt man dann an Dingen wie die Decentraland, die sich sehr schwer tun, wirklich Nutzer und Nutzerinnen anzuziehen und sieht bei vielen Lösungen ja nicht anders aus. Und das Spannende ist, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass so Dinge, die wir eigentlich aus dem Product Development in der Web 2.0 Welt schon kennengelernt haben, wie dass wir Probleme lösen müssen und klare Benefits für Nutzerinnen und Nutzer kreieren müssen und dadurch sich eine gute Value Proposition ergibt und wir dann Kunden onboarden können, oft zu kurz kommt. Und ich glaube aber, dieses Rezept nach wie vor oder mehr denn je gefragt ist. Und das heißt für mich am Ende auch, Max, um jetzt noch einmal zu dir zu springen, was sind denn die spannenden Use Cases heute und wie kann man auf das Thema blicken? Genau, vielen Dank dafür, Timo. Genau, gewährt. Um noch mal kurz reinzuspringen für euch. Grundsätzlich, wir haben von Annette auch schon cool ein paar Use Cases gehört. Vielen Dank auch dafür. Wir haben es mal ein bisschen anders aufbereitet, weil wir gesagt haben, okay, wenn wir das Ganze so First Principle Thinking beziehungsweise strukturell betrachten, auf was für Levels haben wir eigentlich, auf denen man in Use Cases denken kann. Und den Artikel, den ich euch da wirklich mit voller Inbrust ans Herzen lege, ist Building the Metaverse von John Randolph, der quasi 7 Layers of the Metaverse gebaut hat. Und ich finde, diese 7 Layer beschreiben es tatsächlich am allerbesten, weil es gibt sozusagen 3 Core Layer im Kern, die Infrastruktur abbilden. Also der erste Layer ist quasi alles, was auf Wire-Ebene sozusagen läuft, also 5G, Cloud, Wi-Fi, so der ganze infrastrukturelle Hardware-Stuff. Und der zweite Teil ist dann, der zweite Layer ist dann, sind dann Human Interfaces, wo es dann tatsächlich um die Wearables im Allgemeinen geht. Und der dritte Teil, den ich für mich auch noch als Infrastrukturkomponente zähle,
Aber der dritte Layer ist dann die Decentralization, also von Edge Computing bis hin eben zu DLT-Themen, also Blockchain-Technologien. Und auf der Ebene seht ihr selber, passiert ja auch schon extrem viel. Also auch jetzt Stichwort Human Interface. Gestern hat Meta ein neues, wir sprechen heute echt leider viel über Meta, hat ein neues Wearable announced, was ganz klar als Zielgruppe nicht mehr Consumer hat, sondern mit 1.500 € ein absolutes Professional Device ist. Das heißt, Meta baut gerade Use Cases, um die Unternehmen und die Professionals onzuboarden, die dann wiederum auf anderen Layers Use Cases bauen. Decentralization war ein Thema, was jetzt auch, klar, wir haben ein bisschen Kryptowinter, ich meine, ihr kennt grob so die NFT-Preise, wie sie sich entwickelt haben und ähnliches, aber wir sind ja in der Szene drin und sehen, es wird auch auf der Ebene immer noch extrem viel gebaut, wird nur gerade nicht so viel kommuniziert und so viel gehypt wie die letzten Monate davor. So, wenn man jetzt von diesen drei Infrastrukturlehren mal absieht, dann kommen aus meiner Sicht sozusagen die vier eher so applicable, applied Use Case Layer. Und das fängt dann jetzt quasi mit denen an, mit denen wir uns schon immer beschäftigen. Also so dieses Spatial Computing, wo es dann wirklich um die Visualisierung geht, also 3D-Engines, VR, AR und ähnliche Themen, was eben viel jetzt gerade noch so als Metaverse verstanden wird. Und dann kommen spannende Layer, die man vielleicht so nicht erwarten würde. Und zwar Layer 5, 6, 7 ist dann Creator Economy, Discovery und Experience. Und da fängt es an, dass die Welten sozusagen auch verschwimmen. Weil wenn wir uns zum Beispiel die Creator Economy anschauen, haben wir jetzt einen riesen Hype, einen riesen Boom erlebt durch ein AI-Thema. Weil plötzlich DALL-E oder Midjourney oder andere AI-Tools, mit denen wir sozusagen über Text-Input visuelle oder grundsätzlich Bilder erzeugen können, plötzlich ganz neue Möglichkeiten aufgemacht haben. Und das ist ja eigentlich Kategorie AI. Und das ist, finde ich, ein sehr schönes Zeichen, wo wir sehen eben, wie verschwimmend diese Begriffe sind. Das heißt, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Diese sieben Layer bieten sozusagen auf unterschiedlichsten Ebenen ganz, ganz viele Möglichkeiten, Use Cases auszuprobieren, beziehungsweise Use Case Landschaften. Und aus unserer Sicht ist jetzt gerade genau die richtige Zeit zu build. Es ist jetzt gerade die Zeit zu testen. Es ist jetzt gerade die Zeit, sich basierend auf der bestehenden Zielgruppe und basierend auf dem Business, das ihr jeweils macht, den eigenen Layer rauszusuchen, der am besten passt und dort einfach reinzugehen und zu machen. So. Soweit von unserer Seite. Vielen Dank. Und ihr seht, wir sehen sogar schon Hunde im Hintergrund.